Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Beginn der Plädoyers im NSU-Prozess. Die Hauptangeklagte Zschäpe soll an 10 Morden der rechtsextremistischen Terrorgruppe beteiligt gewesen sein. Das Verfahren läuft seit 4 Jahren. Ein Urteil wird im Herbst erwartet. USA verurteilen Festnahme von Menschenrechtlern in der Türkei. Eine Sprecherin des Außenministeriums forderte die sofortige Freilassung. Auch Bundeskanzlerin Merkel kritisierte die türkischen Behörden. Unter den Festgenommenen ist auch ein Deutscher. Polens Präsident Duda droht mit Veto gegen Justizreform. Er forderte Änderungen an der Gesetzesvorlage. Tausende Menschen demonstrierten erneut gegen das Vorhaben. Die Regierung will mit der Reform ihren Einfluss auf die Besetzung von Richterstellen ausweiten. Zweites Gespräch zwischen Trump und Putin. Wie erst jetzt bekannt wurde, trafen sich die beiden Staatschefs beim G20-Gipfel nach dem offiziellen Gespräch noch ein weiteres Mal. Das Weiße Haus machte bislang keine Angaben zum Inhalt. Überschwemmungen nach Starkregen in Istanbul. Helfer holten Bewohner mit Schlauchbooten von den Dächern ihrer Häuser. Viele Straßen standen unter Wasser. Der öffentliche Nahverkehr in der türkischen Millionenmetropole war erheblich gestört. Das Wetter, heute häufig Sonnenschein, am Nachmittag im Westen und Nordwesten einige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. Auch im Bergland sind einzelne Gewitter möglich. Höchstwerte 23 bis 36 Grad.